So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Call of Duty Ghosts. So, wir sind unter dem Meer. Schauen wir mal, wohin wir müssen. Schaut auf jeden Fall grafisch gar nicht mal so schlecht aus. Fischi? Wir sind nicht die einzigen Jäger hier. Ah, schnell schwimmen geht auch. Musst L3 reindrücken, Kiegen. Ja, die Abstandsstelle ist 5 Kilometer entfernt. Verdammt, nichts wie raus da! Verdammt, nichts wie raus da! Was heißt verdammt, nichts wie raus da? Nichts wie raus da! Scheiße! Ja, was soll ich denn da machen? Die Abstandsstelle ist 5 Kilometer entfernt. Da beginnt ja gleich mal herrlich der Part, wirklich. Nicht zu weit nach draußen. Wir sind nicht die einzigen Jäger hier. Ach so, wir müssen. Also ich bleib mal bei Kiegen eher. Ich schwimm langsam. Arschlochviecher. Ich habe mir gedacht, ich muss die wegballern. Sie nutzen Sonar. Ruhig. Ja. Beweg dich langsam und bleib am Boden. Ja. Die Pflanzen sollten unsere Signatur verschleiern. Sekunde. Bodenpatrouille. Na, Kiegen. Wir haben wohl Gesellschaft. Warte, bis sie sich trennen. Okay. Okay. Weiter geht's, immer schön unten bleiben. In Position. Denk dran. Oder was, sie sind cool, nicht sehen. Sie haben uns. Schalt sie aus. Ja, mach ich doch eh. Ja, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch! Sehr schön unten bleiben. In Position. Denk dran, unter Wasser sind Kugeln nicht so effektiv. Man braucht immer 2 oder 3 Treffer. Feuerfreigabe. Gut gemacht. Los durchs Wrack, damit wir in Deckung bleiben. Und halt Abstand von der Oberfläche. Wir brauchen nicht noch mehr Aufmerksamkeit. So leicht geht das. Das muss man sich vorstellen. Langsam. Bleib unten. Ja. Bleib unten. Wärme so gut. Kein gutes Zeichen. Du hast einen schönen Hintern, Kiegen. Das kann ich jetzt einmal sagen. Oh, wow, wow, wow. Das war knapp. Hier lang. Was war knapp? Wir hätten da drauf schießen auch können, oder? Aber ja, so will das Spiel das halt nicht. Ja, sicher sind sie überall. Scarecrow, wir haben hier unten eine Menge Aktivität. Sie bergen Teile der Schiffswracks. In den Schiffen könnten immer noch Waffen und Nuklearteile sein. Wir geben es weiter. Gut gemacht. Ich zähle 4. Wir schalten sie auf dein Zeichen aus. Wir schalten sie auf mein Zeichen aus. Einmal. Feuerfall. Zweimal. Der lebt doch! Sicher. Vorwärts. Das war jetzt nicht schlecht, auch wenn ich. Ja, ich kann das halt nicht. Es tut mir leid. Scarecrow, hier ist 6-2. Sind bei Sammelpunkt Bravo und Ziel nicht in Sicht. Das Ziel ist in Bewegung.
müsst euch beeilen, sonst ist eure Chance dahin. Ich kann so welche Spiele nicht, das tut mir unglaublich leid. Ich spiele sie trotzdem gerne. Ich glaube, ich bin einfach zu überstürmt. Ich will einfach so schnell wie möglich da nach vorne und so etwas halt. Ich habe dieses Warten kann ich halt nicht. So eine gute Position zum Flankieren. Ja, ich suche gar nichts. Feuerfreigabe. Da hinten ist eh keiner. Sie wissen wohl, dass wir hier sind. Ja, hab ihn schon. Wie schnell kannst denn du schwimmen? Boah, das war knapp. Bereich sicher. Mir nach. Ja, Bereich sicher. Mir nach. Da scheint ein Weg durch diese Container. Wie wär's mal mit einem Danke? Oder gut gemacht, Logan. Okay, kontrolliere deinen Sauerstoff. Wir gehen unten durch die Höhle. Ja. Wie du willst, King. Ich kann so und so nur dir folgen. Ja, was soll ich nicht noch alles machen? Du hast gesagt, wir gehen runter, also behalt du den scheiß Tiefenmesser im Auge. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, in eine Höhle reinzuschwimmen, wenn ein U-Boot da um und um fährt. Fischi. Da ist es. Scanner, wir haben das Ziel im Visier. Starten auf von Kurs. Da oben ist es. Empfang starke Sonarwellen in eurem Bereich. Dieser Wasserdruck könnte tödliche Auswirkungen haben. Haltet die Flaschen oben und den Kopf unten. Mach ich. Das kriegen wir auf keinen Fall auf. Wir müssen uns hier durchschneiden. Ja, mach mal. Na, dann schneiden wir mal. Sehr leiwand. Das macht er automatisch. Ja. Was alles im Meer herumschwimmt, hä? Das ist alles radioaktiver Müll. So, das Sonar macht mich ein bisschen fertig. Zieht euch sofort zurück. Negativ, negativ. Wir suchen einen anderen Weg. Ich folge dir, Keegan. Runter, okay. Rein in den Leuchtturm. Los! In den Leuchtturm? Na dann ab in den Leuchtturm. Da kommen die ganzen Forellen schon raus. Okay. Feuere! Klasse, du hast es! Jawohl, sehr gut. Oh, Scheiße. Ja, das macht ja nichts, wir haben eh eine Taucherding an. Ja, tut's nicht so, als wären wir in der Luft. Aber Hauptsache, wir haben die Mission geschafft. Das heißt, ich gehe jetzt von oben rein. Ich kann nicht! Mehr als dass ich drück. Holen wir dich da raus. Alles klar.
alles okay? Was zum... Weg! Komm, verschwinde hier! Ja, das ist mal eine gute Idee. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da rauskommen, ne? Mein Charakter will nicht ganz schnell schwimmen anscheinend. Oh, so, komm da unten durch. Schwimm weiter, ich bin eh da. Ja, ich kann das nicht. Das ist, wow, es ist urschlimm. Also das im Weltall war ja noch in Ordnung, im ersten Part. Aber das, was da jetzt abgeht im Wasser, wow, es ist einfach nur schrecklich. Ich kann nicht. Ich tauche jetzt einfach auf, mir ist das wurscht. Keegan, wie wär's, wenn du mal schießen würdest? Wieso muss eigentlich immer ich das machen? Ja, ich weiß, dass ich das Ziel ausgeschalten habe. Danke, dass du es mir trotzdem sagst. Schaut mal. Ziel ausgeschaltet, oder? Keegan. Na, leg mich doch am Arsch. Und hinter mir! Das Problem ist, dass ich jetzt trotzdem tot bin, auch wenn ich ihn jetzt noch umgebracht habe. Komm, regenerier dich. Der Typ lebt noch. Jetzt da. Keegan, wo bist du? Oh, du hast die anderen. Sehr gut. Ich bin eh bei dir. Komm, 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 komm. Komm, steh auf. Oder komm raus. Schwimm rauf. Sehr gut. Boah, das war jetzt echt schon wieder eine Geburt, muss ich sagen. Aber wo ist er denn jetzt schon wieder? Da ist er. Na, ich hab ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Bist du deppert. Und ich bin tot. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich bin so froh, dass das so schnell ladet, dass ich keine Cuts setzen muss. Ich weiß, dass sie Wasserbomben abwerfen. Danke. Ja, ich komme ja eh. Komm, 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 gib Gas. Da durch, komm, komm, komm. Schwimm weiter, Keegan. Hier sollten wir sicher sein. Halt nur die Augen offen. Ja, ich halte die Augen offen. Und du nicht, oder was? Alter, die Mission ist ja voll arg. Das im Weltall war irgendwie leichter, finde ich.
Wohin müssen wir denn überhaupt? Oh, Scheiße. Wieso, ist eh nur eine Leiche? Ach so, ein Haifisch. Wie siehst du, das ist ein gutes Zeichen. Hoffentlich haben sie keinen Hunger mehr. Na, hoffentlich. Da hinter mir ist eine Leiche für Schiff, falls du Hunger hast. Den kannst du gerne essen. Sieht nicht gut aus. Wir müssen nacheinander rein. Ich gehe vor. Ja, du gehst vor, natürlich. Bleib hier und gib mir Deckung. Stopp. Hier ist nur Platz für einen von uns. Bleib am Eingang. Warte, bis ich durch bin. Denk dran. Langsam und auf Abstand bleiben. Versuche ihre Bewegung vorauszuahnen. Darf ich jetzt schon? Wir hätten auch einfach nur die drei Fische wegballern können, oder? So, ich bin bei dir gegen. Los jetzt. Gott sei Dank. Aber ja, gut, Fische oder Lebewesen, na, das tut man nicht wirklich. Ah, oh, bitte, kannst du jetzt mal schwimmen? Ja, ich bleib eh weg von den Fenstern. Das, so weit bin ich auch schon, danke. Ja, durch die Luke. Wir scheinen sicher zu sein. Hier lang. Natürlich, wir sind überall sicher. So, Kontrollpunkt wieder erreicht, sehr gut. Scarecrow, hier ist 6-2. Nähern uns Sammelpunkt Echo. Alles bereit für Phase 2. Verstanden, 6-2. Schön von euch zu hören. Wem sagst du das? Die Vögel sind jetzt startklar. Haben grünes Licht für Phase 2. Verstanden, 6-2 Ende. Boah, wir haben's geschafft. Und bei allem hing Rourke über mir wie eine schwarze Wolke. Wir hatten eine Bohrinsel zerstört, eine ganze Flotte weggelockt, einen Zerstörer versenkt. Doch da war diese eine Frage. Wo ist Rourke? Hier, vor uns. Er ist wirklich so gut wie ein Geist. Aber was war jetzt mit ihm? Da war etwas in dieser Fabrik und die Föderation wollte nicht, dass wir es sahen. Doch wir waren gerade dabei, herauszufinden, was es war. Zwei Feinde kommen unterhalb. Anscheinend wird nicht geredet, das heißt, wir machen jetzt einmal hier Part Ende und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Im nächsten Part sehen wir Endstation, die Mission. Ja, passt. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.